Camelo TV fragt Pete Smeed: Habt ihr jemals ein Trash-Night-Spiel außerhalb einer Aufnahme angefasst? Habe ich auch vor, mit Dennis wieder zu machen. Letztes Beispiel ist For the King. Ja, Carbon Warfare, was ja ein PP bei uns war in der Trash Night, das habe ich wirklich danach noch ein paar Mal gespielt. Auf dem Handy, immer wenn ich unterwegs war und im Flieger, irgendwie nach Berlin oder so, auf einer Stunde Flug kann man das Spiel super spielen und zwei Ründchen da die Erde platt machen. Fand ich eigentlich ganz geil, weil mich das so sehr an Plague Inc. erinnert hat und ich das so cool für den PC fand, dass ich total cool finde, so ein geiles Spiel auf dem Handy zu haben. Aber sonst, ne. Ja, Hearthstone war mal in der Trash Night tatsächlich drin. Das habe ich mal außerhalb der Aufnahme angefasst. Carbon Warfare. Das war auch eine Trash Night. Das habe ich auf jeden Fall schon noch weiter gespielt. War sogar ein PP und ich habe es weiter gespielt. Und sonst 7 Days to Die war das mal eine Trash Night. Die habe ich auch so. Außerhalb der Aufnahme. Außerhalb der Aufnahme nicht. H1Z1, weiß ich auch nicht, ob das jemals war. Das hätte ich natürlich außerhalb der Aufnahme gespielt. Ansonsten glaube ich nichts. Vielleicht vergesse ich aber auch was. Ghost Recon Ghosts hieß es, glaube ich. Dann Hearthstone. Die Windows-Spiele. Also um kurz und knapp zu sein, ja. Auch mehr als die drei. Aber wir haben halt so viele gespielt, dass ich jetzt nicht mehr alle weiß. Nein,